Nee, du hast meinen Kanal übernommen. Stimmt doch gar nicht. Doch. Steffi rennt gerade weg und kann die begrüßen nicht mehr. Steffi ist wieder da. Hallo und herzlich willkommen bei Assi TV mit Captain Hammer und mir. Bin ich ja nett, dass du Assi TV sagst. Ja, was sind wir denn sonst? Du hast das Bier, also wenn man trifft Assi TV auf dich. Okay, wir machen jetzt die Begrüßung. Das war die Begrüßung. Ja, wir spielen jetzt Power Rangers und ihr dürft raten, wer spielt. Ja, da sind wir uns ja selber noch nicht einig. Das müssen ja die Zuschauer nicht wissen. Und natürlich, wenn der Captain Hammer spielt, dann macht das richtig und dann macht er Hard Mode. Nein. Jetzt wissen sie schon, wer spielt. Weil ich würde jetzt natürlich den Hard Mode nehmen. Ja, also wir spielen Power Rangers The Movie. Beziehungsweise, wenn wir es ganz genau nehmen wollen, Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Das Spiel besteht aus 6 Stages, wobei die 6. erst freigeschaltet wird, wenn wir die anderen 5 hinter uns haben. Und falls du es noch nicht gesagt hast, das ganze Spiel war für den Game Boy. Und ja, womit fangen wir an? Mit einer leichten oder mit einer harten Stage? Was ist leicht, was ist hart? Ich finde, das Schwein und die Ratte sind am leichtesten. Das hier mit der Tenko-Königin, das ist am schwersten. Das sieht aus wie so ein Penner mit Mundschutz. Nee, das ist so eine Art Geier. Also, nee. Ja. Also im Film selber kommt die Ratte auf jeden Fall nicht vor. Es gibt zwar Tenku-Krieger im Film, aber wird jetzt nicht irgendwie so erwähnt, dass es da eine Königin gibt. Das Schwein kommt vor, Golda kommt vor und Lockzen kommt auch vor. Das ist recht kurz. Und hier, das ist logischerweise dann ein Muss. Such dir was raus. Ist egal. Dann nehmen wir dann gleich die Ratte, weil da hat das glaube ich die beschissenste Musik. Hier können wir jetzt die Power Rangers aussuchen. Cool an der Super Nintendo Version ist, da hatten die dann auch, nicht in der Super Nintendo Version, aber wenn man es auf Super Nintendo spielt, da haben die dann auch die richtigen Farben bei den Kamera. Ja, weil das siehst du jetzt überhaupt nicht. Welche Farbe? Man erkennt an dem Helm, also das hier ist der gelbe Ranger, das war Aisha zu dem Zeitpunkt. Hier der blaue, das ist Billy, der rote, das ist Rocky, der weiße ist Tommy. Das ist der einzige, den man von der Farbe her wirklich erkennt. Hier, das ist Adam, der schwarze, und hier Kimberly, der pink Ranger. Der Adam hatte doch eine Axt. Ja. Und Kimberly hatte einen Bogen. Ja. Weil das alles im Spiel nicht vorkommt. Da haut man einfach mit der Faust. Ja. Welcher ist dein Liebling? Tommy. Ja, weiß. Ranger. Okay. Ja. Wir befinden uns jetzt hier in der Kanalisation. Wir können hüpfen, wir können drehen. Das ist wie bei Karate Kid. So, ich muss zugeben, ich hab's jetzt vor einer Woche nochmal gespielt. Und ich habe erst bei der Session rausgekriegt, was das ist, was sie durch die Gegend von früher immer für fliegende Zits gehalten, wegen OZ und so. Fledermäuse. Ja, genau, bei mir hat es aber ein paar Jahre gedauert, bis ich das gekriegt habe. Was, echt? Ja. Ich habe das immer für Zits gehalten. Echt? Hm? Das sind Fledermäuse in der Kanalisation. Nicht schlecht. Also, wir müssen jetzt hier durchklippeln. Was das für Viecher sind? Vielleicht kannst du mir auch sagen, was das ist. Das weiß ich auch nicht. Mutierte, hüpfende Ratten auf Speed oder keine Ahnung was. Ja, wie wir unten sehen, wir haben eine Lebensenergieleistung, darunter eine Powerleistung. Die Powerleistung ist schon voll, das heißt, wir können uns theoretisch schon die Power Rangers verwandeln. Ja. Power Rangers, der Film, ist, denke ich mal, ist bei Leuten, die den Film erwähnt haben, relativ bekannt. Weil, wer im Grundschulalter war, als Power Rangers rauskam, von denen gab es im Prinzip was anderes. Du hast ja auch noch, ja,
erste Staffel teilweise verfolgt sind. Ja, die habe ich regelmäßig geguckt. Aber halt nur die erste Staffel. Ja. Und dann war ich zu alt dafür. Für Power Rangers ist man nie zu alt. Nee, dann habe ich anderes geguckt. Kann man anderes gucken, wenn man Power Rangers hat? Ich habe die Gummibärenbande geguckt. Ihr solltet jetzt mal sein Gesicht sehen. Hey, hast du die nicht geguckt? Ja, doch schon. Die waren toll. Wow. Ja, die Power Rangers. Das war die einzige Serie, die ich geguckt habe mit echten Schauspielern. Also mal nicht Zeichentrick. Neben Star Trek wahrscheinlich. Nein, ich meine als Kinderserie. Komm nicht, das war die einzige mit echten Schauspieler, die ich da geguckt habe. Als Kind halt. Ich habe schon lange her. Oh, guck mal, Spider-Man. Nee, das ist nicht, Spider-Man, das ist die Monster-Patrouille. Im Englisch mit den Puddies. Power Rangers, der Film, kam, wenn mich nicht alles täuscht, 95 raus. Und der wurde in Australien gedreht. Wie auch ein paar Folgen von der Serie zu dem Zeitpunkt. Und das Lustige war eigentlich... Oh, jetzt geht's aber los. Ja, genau. Lustige ist eigentlich, dass man... Oh, jetzt kommt Meister Splinter. Lustige ist eigentlich, dass man... Film halt schon Adam, Rocky und Aisha hat, obwohl man in der Serie noch nicht so weit war und die ersten drei Paare des Erlebs hatten, nämlich das war der rote, der erste war Jason, der gelbe war Trini und ja, der schwarze war Zack, beziehungsweise im Deutschen Zaffi. Zaffi? Ja, genau, die hat man dann halt da ersetzt und falls sich irgendjemand noch daran erinnert, es gab ja dieses Power Rangers Comic F. Und da waren halt Bilder von den Neuen drin. Und man hat erstmal verwundert, wieso da jetzt auch nur drei andere Power Rangers sind. Der Film selber hat jetzt so, passt nicht so wirklich in das Kanon der Serie. Weil, die ganze Geschichte mit Alvin Rus halt irgendwie so nicht wirklich Sinn ergibt. Beziehungsweise so die Art und Weise, wie die Power Rangers im Film an die Ninja Power kommen. Kriegen sie ja eine Serie von Ninja. Oh, jetzt wird's voll vernördet hier, ich merk's schon. Ich war immer leise. Frodo kommt auch. Ja, Frodo will auch dabei sein. Ja, Frodo, was hast du zu sagen? Komm her, Digga. Oh, der hat Angst, weil draußen knallen sie. Hey, du hast meinen Schuh. Frodo hat meinen pinken Hausschuh im Aber die Grafik ist ganz nett. Ja, ich finde auch, die Charaktermodelle sind ziemlich groß, dadurch auch relativ, wie es halt beim Game Boy geht, detailliert. Und so, also für ein Lizenzspiel kann man, also, geht es auf jeden Fall auch unheimlich. Ja, die sind meistens kackig. Ja, und das hier geht eigentlich auch. Also die Musik ist meistens ganz gut. Die Steuerung? Die Steuerung geht okay, manchmal will er nicht so wirklich springen, gerade wenn es halt so zwei, drei Passagen gibt, wo es nicht springen kann. Aber insgesamt geht es schon. Also Lizenzspiel, die Kinder, die gehen wir weiter spielen aus. Was ich noch sagen wollte, ja, also viele Hardcore Power Rangers Fans sehen sich eigentlich mehr über den Film auf, als dass sie den gut finden. Eben weil er halt nicht zum Kanon der Serie passt. Ich persönlich sehe es. Also ich persönlich mag den Film natürlich gerne. Ich habe ihn als Kind sogar im Kino gesehen. Das ist Hardcore-Shit. Und mir persönlich kommt es ein bisschen so vor, so ungefähr wären die Power Rangers, wenn sie nicht aus Japan kommen würden. Also die ursprüngliche Super Sentai-Serie, sondern die amerikanische Erfindung wäre, weil die Anzüge, die sie im Film haben, so ein bisschen mehr wie so eine Rüstung wirken, so mit Knieschoner, Schulterpolster, weiß der Geier, was immer alles. Und in Japan haben die halt nur diese Haut- und Stampelanzüge.
Und dann gab es auch so Spielereien am Helm, die sie so hatten hier. Was weiß ich, Infrarot, Sensor, Scheinwerfer, also keine Ahnung. Und es gab es halt so in der japanischen Version nicht wirklich. Es gab bei Power Rangers Turbo, hatten die zwar Scheinwerfer an den Helmen, ich sage aber Sache, dass die Serie autobasiert war und die Helme waren auch irgendwie die Form von verschiedenen Fahrzeugen. Insider wissen. Was nicht wirklich Insider wissen ist, aber egal. Frodo! Frodo, guten Abend wieder. Frodo, rübs mal ins Mikro. Hier haben wir einen Zwischenboss. Es gab übrigens auch in der Kanalisation einen Zwischenboss. Den habe ich aber wissentlich umgangen mit der Scheiße. Den kannst du umgehen? Ja. Ich bin durch eine Tür gegangen, durch die ich da war. Ja, man hätte auch den Gang weitergehen können. Und Metroid. Mit Fangzähnen. Jetzt wissen wir bald. Und da geht er down. Da geht er down. Ja, die Story vom Film war ja, dass auf einer Baustelle in Angel Grove, das ist die Stadt, wo die ersten Power Rangers haben gespielt, da wurde ein Ei gefunden, ein recht komisches Ei. Und ja, laut Zed und Rita, die haben ja dann das Ei geöffnet, da kam halt einfach Bus raus, der vor 4000 Jahren von Zordon da drin eingeschlossen wurde. Und ja, einer uns hat sich dann in Sorgen gerecht, dadurch haben die Power Rangers ihre Power verloren, weil Zordon eigentlich nicht der Erfinder der Power ist, sondern die sie lediglich gefunden hat. Aber das ist jetzt wahrscheinlich dann wirklich langsam noch, was ich dann gehört Insider. Langsam? Damit doch auch mal. Ja, klar. Ja, und jedenfalls gab es dann noch die Möglichkeit, dass die Power Rangers zum Planeten, wie hieß er, was weiß ich, wie der Planet hieß, also ein relativ unfreundlicher Dschungelplanet, und da gab es dann halt die große Power, hinter der großen Power verbirgt sich halt die Ninja Power, die Power Rangers in der Serie, wie gesagt, von Ninja kriegen. Im Film kriegen sie von Gosea, so eine relativ leicht bekleidete Dschungelkampf-Amazone. Hier haben wir den zweiten Boss, das ist ein Schwein. Das ist auch wieder das Schwein aus Turtles. Wie ist denn das? Bebop oder Rocks? Ich kann den nicht vorher. Wie wir gerade sehen, ich habe unten noch eine zweite Powerleiste voll. Und wenn ich jetzt nochmal die Selectors drücke, auf der bin ich nochmal mit verwandelt, nimmt man dem Gegner eine ganze Menge Schaden, beziehungsweise eine normale Standard gibt und wir haben dann vom Bildschirm gefegt. Geil! Ja. Das ist die Power! Ja, also wie gesagt, die Power Rangers kriegen halt die Power dann von Bolzier, reisen zurück zur Erde und machen dann Ivan Ooze platt mit ihren neuen Ninja Megazord und beleben dann am Ende Zordon wieder, und wenn die nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. In der Serie ist das Ganze ein bisschen anders, also der Ivan Ooze kommt nicht vor. Und wie gesagt, dass sie die Ninja Power alles bekommen, dreimal oder so erwähnt. Wieder diese Fledermäuse. Ja, und hier war gerade so eine Stelle, wo ich so richtig gespielt habe, wie es sollte. Hier, das Level ist das mit der, wie ich finde, besten Musik, aber es ist nicht das schwerste Level auf dem Spiel. Wegen dem, dass er nicht springt, wenn er soll. Nee, ja. Nee, das ist jetzt nicht mehr so das Problem. Boah, das war knapp. Das war knapp. Gleich kommt Batman um die Ecke. Ich muss gerade überlegen, die dritte Staffel der Power Rangers weitergeht. Das war ja dann so, dass Rita und Lord Zed sich verbündet haben, später geheiratet haben. Was? Ja, Traumhochzeit, waren die bei Linda de Mo? So ungefähr.
Fuck! Fuck! Ja, dann springt er jetzt schon. Aber da bist du ja fast schon schwebt. Scheiße. Bis der mal springt. Oh, komm, ich bin verwandelt, dann geht die Energie wieder. Also Rita und Roxette, die heiraten dann. Und dann schaffen sie es halt, die Power Rangers zu verjüngen. Dadurch verlieren sie ihre Power. Und dann kriegen sie Unterstützung von den Power Rangers von Aquitra. Also den Planet halt. Das war dann alles noch Bestandteil der Serie. Ja, dritte Staffel. Und wie viele Staffeln gibt? Wir sind jetzt bei der 17. Was? Power Rangers Zombie ist gerade jetzt. Krass. Hier kommt jetzt die Stelle, bei der ich als Kind immer verzweifelt bin. Wo es eigentlich ganz einfach ist. Wir haben jetzt hier vor uns diese Wand. Wir müssen die eigentlich nur so wegknüppeln. Das Ganze wird aber gleich ein bisschen schwieriger, weil... Ach du Scheiße. Also, ist man als Kind zum Beispiel ein bisschen in Panik geraten. Wenn man es halt immer nicht geschafft hat, aber wenn man weiß wie, dann ist es eigentlich nicht recht anders. Auf jeden Fall, ich weiß nicht ganz sicher, ob das mit dem Problem ist, wenn ich jetzt in der Staffel bin. Dieser Furcht auf jeden Fall am Ende von der dritten Staffel richtig die Mannzentrale in die Luft. Und die Power Rangers haben halt ihre Power nicht mehr. Z und Rita die Power müssen. Also Sturz haben die auf jeden Fall für die Verwandlung notwendig. Das Ganze führt ja dann dazu, dass der. Der erste Kostümwechsel in der Geschichte der Power Rangers kam, nämlich von den klassischen Mighty Morphin Power Rangers zu den Power Rangers Zeo. Das ist ja dann die vierte Staffel. Was auch noch ganz lustig ist, wir kennen ja alle Tommy als den anfangs grünen und später weißen Ranger. Als grünen Ranger kenne ich den auch. Was ganz lustig ist, ist aber, das Kostüm von dem weißen Ranger ist aus der japanischen Nachfolgeserie von den Dino Rangers. Also die Dino Rangers sind halt das, was wir als klassische Mighty Morphin Power Rangers kennen. Von den Anzügen und den, von den Swords her. Ich hasse. Das ist jetzt hier sozusagen so wie so ein Zwischengegner. Man hört ja schon Musik, also immer wenn ein Zwischengegner auftaucht, dann irgendwo dieses Gebäude. Oh. Der springt einmal daneben und schon ist er tot. Ja. Möbelt aber und steckt ein ohne Ende. Das sind halt die Power Rangers. Wir haben so was mit den Füßen. Also standfest ist es nicht gerade. Nee. Guck mal, wenn der da jetzt runterhüpft, dann ist er tot. Schon unglaublich. Hat man ein Foto eigentlich? Nein, das ist gar nicht froh, das ist der Muni. Ja, der Muni hockt hier unter dem Schreibtisch. Was macht der da für komische Bewegungen? Der duckt sich. Oh, du leckst mein Bein. Echt, leckt der da Bein? Auf jeden Fall fühlt sich das einfach komisch an. Oh, der war knapp. Gutes Low Level. Nein! Ist er wieder daneben gesprungen? Eigentlich wollte ich mit dem Wagen ein Stück zurückfahren. Aber der hat voll das komische Knie. Guck mal, ist rund. Der hat den Roundhouse-Kick schon hinter uns. Ein rundes Knie. So, nö, hier. Jetzt aber, spring nicht mehr von der Lore runter. Muss ich ja, ich muss die ab und zu mal wechseln. Da hat jemand vergessen, Matten hinzulegen. Voll fiese. Der macht seltsame Bewegungen, das irritiert mich. Aber haben die auch in der Serie so ein Sturmband an? Ja. Hatte doch nur einer von denen, oder? Nee, das ist ja noch die Ninja-Verkleidung. Also die hatten ja dann neben den normalen Kampfanzügen und diese.
Flügel. Und da hatten die, glaube ich, komplette Maske. Also komplett über das ganze Gesicht. Auch in der ersten Staffel? Nee, das war in der dritten. Unbekannt vor. Ja, das war in der dritten, dann wo hätte Ninja Power kriegen. Ninja Power gekriegt, weil Rita und Lotz jetzt geschafft haben, die alten Megazords, die Donner Megazords zu zerstören. Was damals schon ziemlich geil war. War schon krass. So, jetzt können wir gleich noch verlangen, weil im nächsten Raum kommt noch der Endboss. In jedem Spiel muss man die Taktik rausholen und dann... Da musst du draufhauen. Richtig. Aber die Endbosse, die gibt's in den Filmen nicht. Oder doch auch? Doch, aber die Ratte gibt's nicht. Ja, die Tengu-Krieger kommen vor, aber es ist ja nie die Rede davon, dass es da jetzt eine Königin... Ach, dass es da eine Königin gibt. Das Schwein gibt's, Golda gibt's und Lord Zed gibt's auch. Einfach nur logischerweise. Wobei jetzt weder. Wobei wirklich nur Ivan Us jetzt im Film da jetzt eine tragende Rolle als Gegner spielt. So, jetzt haben wir hier Golda. Ja, drei haben wir ja schon weg. Jo, die Hälfte. Jetzt Halbzeit! Sehen die alle gleich aus, ne? Also wenn du jetzt einen anderen nimmst, dann sieht er genauso aus wie der. Der hat sich nur die Klamotte an. Wie gesagt, wenn man jetzt auf dem Super Nintendo spielt oder im Super Game Boy, dann erkennt man die auch farblich. Da wir es hier eh nur schwarz-weiß sein, das ist ja nicht gut. Überhaupt was sieht man immer halt immer den weißen Power Ranger. Bei den anderen sieht schon. Ja, die sind halt alle grau. In jeder Staffel sind nicht. Erstens waren es halt die normalen, was die normale Monsterpatrouille, zweiten waren es halt die von Z, dritten waren es die Dengue-Krieger, dann kamen die Cox von, das ist auch ein lustiger, das ist ziemlich perverser, die Cox von König Mondo, vierten, das waren die, die Weltraumpiraten. Hieß es Super Tops. Ach, in der 5. Hieß es halt auch. Nämlich gerade beim Schauen. Das ist ja noch einige vor dir. Bei 17 Staffeln. Ja, aber es gibt dann ja auch noch DVD. Ja, die neueren wahrscheinlich dann noch nicht. Ja, ob die kommen, ist fraglich, weil. Vielleicht dann die Gruppen gesperrt. Jetzt läuft ja halt im Fernsehen die Power Rangers Samurai, die neueste Staffel. Bisher auch, soweit ich weiß, erfolgreich. Vielleicht tut sich da ein bisschen. Kommt das auch bei uns? Ja, auf Nick. Ich muss auch fest. Ja, also mir fällt die neue Staffel eigentlich recht gut, so als von den Storys her. Was ich auch nicht wusste, dass die ersten 5 Staffeln, 6 Staffeln wirklich eine fortlaufende Story erzählt. Also, wusste ich auch nicht. Ich habe damals, als ich das angeguckt habe, in der die ersten 3 Staffeln geguckt, dann während der 4. glaube ich aufgehört, bei der 5. also Power Rangers Turbo reingeschaut, aber das hat mir null gefallen. Und Power Rangers Turbo gilt ja auch nicht ganz grundlos als die schlechteste, eine der schlechtesten Staffeln. Und seitdem halt dann nicht mehr wirklich was mit Power Rangers zu tun gehabt, wo ich halt vor kurzem angefangen habe, weil ich
auf der Seite von der Nostalgia Critic, und der erste Klasse ist der Con von Linkara, die ist zu der Power, die ich mir angeschaut habe. Und das muss man ja damit zugebracht haben, mir dann zuschauen. Und ja, da gab es halt viele Insider-Infos zu den Power Rangers. Also der hat doch immer wieder Bock, das Ganze mal anzuschauen. Dann habe ich mir halt die Staffeln zugelegt. Während Steffi mich wieder alleine lassen. Nein, ich mache nur die Tür zu. Das ist ein Gargoyle. Ja, das ist ein Gargoyle. Aber ich sehe gerade eh überall Gargoyles. Du siehst auch aus wie ein Gargoyle. Die sind toll! Ich sag aber nicht, dass sie schlecht sind. Trotzdem siehst du gerne aus. Der disst mich. Öffentlich. Ach Quatsch. Ja, ja. So, jetzt kommt hier vom Z. Dann kannst du anfängst und wirklich ein bisschen Grauling grau. Der hat einen einfach vor, der wäre jetzt rot. Also das klappt. Also ich fand ja immer den schwarzen Flash. Sorry. Ich weiß aber nicht warum. Weil er schwarz war. Mir gab es da irgendwann mal auch einen grünen. Tommy. Hm? Ja, er war ja anfangs böse. Stimmt, ja, der war böse. Der hat sich da an die Kimberly ran. Ja. Die waren ja auch, zeitweise mal zusammen, bis Kimberly halt aus der Serie ausgestiegen ist. Dann kam so ein toller Brief von ihr, dass sie einen anderen hat. Na toll. Das war so total für den Arsch. Power Rangers for Dokuso. Nee, Daily So. Ja, ich glaube, die Liebesgeschichte zwischen Tommy und Kimberly ist, glaube ich, die intensivste. Werden zwar immer nur angedeutet, aber ich glaube, da passiert dann nie so wirklich viel. Ich habe das nur noch ganz vage in Erinnerung. Ist ja auch schon lange her. ZDFOTOs. Sind das für dich Videokassetten? Ich habe auch DVDs. Nur nicht viel. Hast du eigentlich die Harry Potter? Was? Schon gekauft, ja, gell? Ja klar, ich hab die doch geguckt. Stimmt, die hast du noch nicht geguckt. Ja. Stimmt. Aber wenn du hier hin und her gesehen hast. Stimmt, ich erinnere mich. Wann angedauert. Eine bin noch nicht mal leer, schon wieder Gedächtnis. Ja, komm du mal in mein Alter. Es fängt früh an. Da tut das Kreuz früher weh. Also, da spielst du nur noch alte Sachen, tauschst dir keine neuen Konsolen mehr. Ah. Das ist ein Original. Aber so schlimm ist das gar nicht mit dem grauen Bau. Ja, das geht eigentlich. Bildschirm gedotzt. Oh, Scheiße. Oh, kein Geld. Der ist so viel schneller. Ja. Och. Das ist der Hammer, der ruft. Der geht ewig nach oben. Ja, wo muss er mal hin? Noch so ein Gargoyle. Jetzt hat er den Befehl. Also besonders schwierig sieht das Spiel nicht aus. Willst du einen Hard Mode spielen? Ist jetzt der Normal-Mode? Ja. Nicht der Easy-Mode? Nee, den gibt's nicht. Den gibt's nicht.
gleich so eine Terminator. Bei denen ist eigentlich die ich stoßen muss, und kommt nach vorne, aber einfach ducken und dann auf die eine Kugel, das ist kaputt. Ich hätte sich Michael Biehn im Terminator den Trick noch abschauen sollen. Hätte er nicht sterben oder? Sarah Connor hätte das Leben auch leichter gehabt. Hätte sie nur vor dem Sprung im Spiel. Tja, sieht man es wieder mal. Dass Computerspiele Leben vereinfachen können. Gerade wenn Killer Sam in unsere Zukunft kommt. So, da haben wir noch Zeit. Der kommt mal irgendwie mit an. Ach, was wird das denn? Das ist ja ein Lieblingsfilm. Mit seinem langen Stab. Ja, was lustig ist bei Lord Zed ist ja, haben sich Eltern aufgeregt, der sei zu gruselig. Ja. Und daraufhin haben sie halt die Geschichte auf einen Drehter da anwandelt. Ich meine, es ist das Gegenteil, ich meine, das würde gruselig sein. Im Prinzip schon. Ja. Von Epic Fail, was die da gemacht haben. So, jetzt haben wir einen uns freigeschaltet. Und los geht's. Ja, was das hier sein soll, kann ich auch nicht sagen. Was im Film natürlich auch nicht vorkam. Das ist eindeutig eine Kläranlage. Oder? Eindeutig, oder? Eindeutig, keine Ahnung. Ja. Also, wer es vielleicht aufgepasst hat, was mitgekriegt hat, es gibt keine Megazone-Kämpfe in dem Spiel. Das ist der einzige Kritikpunkt eigentlich in dem Spiel. Außer die Sprunganlage. Ja. Früher so üblich. Spielzeitstellung at its best. Naja, wenn Power Rangers war es halt immer so, dass man im Prinzip so eine Viertelstunde oder so gewartet hat, um zu sehen, wie die Megasort rufen und dann die großen Buben zu gucken. Gibt's halt ein bisschen Spiel leider nicht. Jetzt weil ich schon das Ende gespoilert habe, beziehungsweise das wird eigentlich kein Megasinn-Kampf. Nein! Ein Schlag in den Reich. In your face. Aber richtig. Die hat die sauber gemacht und das eine Mal schlägt sie zu. Dann haut sie gleich richtig rein. Eigentlich auch mit ihrem Bauch weg. Doch, jetzt schon wieder. Ganz schön Punch an den Augen. Wieder Gleichstand. Das wird knapp. Boah! Oh. Nein! Geht's nicht. Jetzt gehen der Generalprobe. Können wir einblenden, 3 Stunden später. Jetzt gehen der Generalprobe alle besser. Ist immer so. Trägt der Power Ranger hier baufrei? Sieht fast so aus. Nee, das ist ein weißes. Es wirkt aber wie baufrei. Für dich ist es halt baufrei. Ja. Was ist denn für Es ist eindeutig baufrei. Der Gegner ist ja auch baufrei. Er putzt. Und ein BH hat er auch. Diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Geht er. Siehst du?
Das weibliche Intuition. Hätte ich mal gleich den Bauch freien genommen. Hier kommen nochmal so ein paar blöde Nein! Das ist doch A2D2. A2D2 ist ein bisschen größer. Und dann war es C3PO. Sieht aber aus wie so eine Sandwich-Version davon. Oder? So dachte ich. Ich meine den kleinen gerade. Ist ja klar, was du den meinst. Ich finde schon halt eine kleine Hände. Und deine Welt. Hat doch schon. Halt auf Speed. Aber dann? Sind wir schon so. Nein! Das ist nur, weil du mir nicht recht gibst. Ja, nimm den Bauch rein. Damit klappt's denn. Hat's dann schon mal auch geschafft. Aufpassen, dass du die Sprungpassage schon Das müsste ich jetzt auch gar nicht sagen, ne? So, jetzt kommt noch mal. Genau, hau ihn einfach. Auf den Schnabel. Man muss ihn so erwischen, dass er gar nicht dazu kommt, die Attacke zu machen. Ja, der ist so schwer. Und hier hat man zumindest den Vorteil, dass dieses Förderbänder nicht da ist. Das Förderbänder kommt. Jetzt hast du noch. Dass die mal explodieren müssen. Also muss sein. Ja, aus was bestehen die denn, dass die mal explodieren? Hättest du geplant, das so zu machen, als nicht hier raus. Ja, klar. Aber die Karte, die geht doch, oder? Und dann kommt der Final Boss. Ja, muss halt alles im Moment komplett. Und down. Aber richtig.
Das waren ja richtig Skills. Das war ja voll fies. Das war voll von hinten. Ich stehe aber nicht drauf, wenn es von hinten war. Deswegen stirbt ihr. Also, liebe Kinder, merkt euch, wenn es von hinten kommt, dann sterbt ihr. Das war jetzt sehr diskriminierend. Scheiße. Wenn der mal zuhaut, dann aber richtig, ja? Vor allem hört er nicht mehr auf. Komm ich gar nicht mehr raus, dann. Ja, wir kommen jetzt schon nicht mehr. Noch Stunden dann. Ja, lass dir Zeit. Schaffen wir es nicht. Ich weiß nicht, welches Jahr. Also, so viel Zeit hast du auf einmal nicht mehr. Ist ja auch gemein, diese Verdoppelung, dass man da nicht weiß, welche. Jetzt war's gleich. Noch kommt. Ja! Ja, und da geht er down und explodiert selbstverständlich. Und er steht direkt daneben und ihm macht überhaupt nichts aus. Du weißt ja noch nicht mal deinen Power Ranger anzuhören. Hey, wenn ich jetzt so einen scheiß Player. Ja, jawohl. Jetzt hast du aber Glück. Hat man nicht gesagt. Da kommst
es jetzt nicht weiter. Wir warten, bis du irgendwas machst. Und dann vorgehen. Ja, aber ansonsten schleudert er ihn gleich zurück. Ach so. Aber so geht's? Ja. Sieht halt alles noch nicht viel ab. Und diese komische schwarze Energiebälle da. Nicht so schön. Du siehst ja wie Blitze gehen. Ja, du siehst aber, wie Knips ist. Down. Theatralisch fallen noch ein paar Felsblöcke drauf. Oh mein Gott, er ist wieder zurück! Nein, er ist da! Nein! Genau deshalb meinte ich, man bräuchte volle Energie. Für die zweite Form dann. Ja. Aber ist ja sehr human, noch wenn ich leider wieder ankomme. Ja. Und dann noch unendlich continue, was wird wohl wäre? Ist ja doof, wenn der durch einen durchfliegt, dass der dann. Das ist unfair. Nein! Wird ja kein Speedrun. Nein. Ach, mein Gott. Aber hast du ihm ein bisschen weniger, mehr abgezogen als vorhin? Ja, aber leider immer noch zu wenig. Ja, ein paar Striche zu wenig. Das kann nur besser werden. Ja, auf. Ah, Doppelbeins. Bleib doch zu, Junge! Gib ihm eins auf den Sack. Jetzt kommt. Ja! Yeah! Und hat er noch eine dritte Form? Zum Glück nicht. Oh, da regnet's. Das ist Schnee. Ist doch Weihnachten. Stimmt. Ist doch wohl grauer Schnee. Das sind Sprengsätze. Damit haben wir durchgespielt. Jetzt können wir diese absolut mega geniale Musik den Abspann genießen. Einfach von den ganzen Power Rangers Serie, die du gesehen hast, welche war deine Lieblingsstaffel? Ich hab nur eine gesehen. Frage beantwortet. Ich glaube, keiner von den Leuten, die wir kennen, sind so weit bei den Power Rangers vorgedrungen wie du. Das ist gut möglich, keine Ahnung. Ja, aber also, klar, das Original, denke ich mal, mag jeder, der mit Power Rangers was zu tun hat. Ich mochte auch die Zero Power Rangers. In Space, was ich gerade gucke, finde ich auch toll. Da sind wirklich mal so ein paar Geschichten dabei, die man
eigentlich bei Power Rangers überhaupt nicht erwartet. Zum Beispiel mal, dass es auch ein gutes Monster geben kann. Ja. Was? Ja. Und dazu haben die bei den Power Rangers wie viele Staffeln gebraucht? Das ist die 6. Aha. Nee, weil es war ja ursprünglich mal so gedacht, dass Power Rangers in Space die letzte ist. Was man auch merkt, weil da am Ende was passiert, was ich nicht spoilern will, falls ich es doch noch jemand anschauen will. Nee, ich mag aber auch die aktuelle ganz gerne, also Power Rangers Samurai. Und halt mal gucken, was die anderen noch so hergeben, die ich noch auf DVD habe. Ja, wer mehr über die Power Rangers wissen will, wie gesagt. Der schreibt dem Captain Hammond eine Mail. Wie denn? Ja, oder eine Nachricht halt über YouTube. Wie denn? Ach shit, stimmt, er hat ja seinen Kanal nicht mehr. Oh. Nee, also wer mehr über die Power Rangers wissen will, der geht auf thatguywiththeglasses.com und dann zu Linkara History of Power Rangers. Der kann dann ein Wochenende damit verbringen, sich über die Power Rangers zu informieren. Piece of cake, right guys? Yeah, motherfucker! Damit haben wir es geschafft! Bandai! Das heißt doch Banzai. So, und jetzt nochmal den Hardwood-Mod. Bitteschön. Nee, ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Ja, also. Denke ich mal, schreibt eure Erfahrungen und Erinnerungen mit den Power Rangers in die Comments. Ja, wäre nicht schlecht. Und dann sehen wir weiter. Mal gucken, wer dir da Konkurrenz macht. Also überhaupt den Bock hat, irgendwas Power Rangers mäßiges zu machen. Und zumindest andererseits mit dem mit der Super Nintendo Version, mit dem Konso, wo ich episch mit dem Konso gefailt habe, haben wir das jetzt so durchgespielt, auch wenn es ein bisschen gebraucht hat. Du hast das durchgespielt. Jetzt können wir es ja auflösen. Was eh schon die ganze Zeit klar war. Gut, ich sag da mal Tschüss und du darfst die letzten Worte, die epischen letzten Worte aussprechen. Ich sehe gerade, ich hätte mir das sparen können, um das vorzustellen. Ja, diesmal. Okay, gut, das können wir noch durchlaufen lassen. Währenddessen. Okay. Lädst du das gleich hoch? Okay. Sollen wir? Ja, dann kann ich nämlich allen noch für Weihnachten wünschen. Und ja, vielleicht hört man sich wieder demnächst, vielleicht noch nicht. Und ja, schaut weiter fleißig Power Rangers, damit auch die anderen Staffeln auf DVD rauskommen, die sich im Regal ein neues Zuhause suchen dürfen. damit sich der Captain Hammer die Power Rangers ins Regal stellen kann, wisst ihr sie. Ja. So ist das. Das war doch mal episches Schlusswort, oder? Auf jeden Fall. Voll. Hammer. So, ich bin fertig. Kannst du?